Verehrter Kollege Christian Lange und ganz Gallien war stolz auf dieses Dorf. Okay, also denn, dieses Dorf war das Dorf, das den Sonntag geschützt hat. Und jetzt komme ich zur Großstadt zurück, die Arbeitnehmer in dieser Großstadt nicht mehr und nicht weiter unter Stress steckt, die Arbeitnehmer in dieser Stadt nicht auch noch am Sonntag von ihren Familien wegholt und auch die Unternehmer, die an diesem Tag arbeiten, nicht von ihren Familien wegholt. Ich selbst komme aus einem Unternehmerhaushalt und bin gebrandmarktes Kind sozusagen, weil meine Eltern oft genug an einem Sonntag arbeiten mussten und ich will es den anderen Kindern nicht auch zumuten, dass sie das erleben müssen, was ich erlebt habe. Aber es liegt ja nicht an einem oder zwei oder drei oder vier verkaufsoffenen Sonntagen. Es liegt doch daran, dass wir für die Innenstadt ein gutes Konzept brauchen. Und das schafft nicht der verkaufsoffene Sonntag. Der verkaufsoffene Sonntag schafft keine einheitlichen Öffnungszeiten in unserer Innenstadt. Der verkaufsoffene Sonntag schafft zum Beispiel keinen kostenlosen Parkservice in der Innenstadt, wo man zum Beispiel für seinen Einkauf die Parkkarte einlösen kann, um zum Beispiel dann die Parkgebühren wieder zu bekommen. Und der verkaufsoffene Sonntag, der schafft es auch nicht, dass zum Beispiel sich die Innenstadthändler zusammentun und sagen, okay, wir machen einen Heimlieferservice für die Waren, die zum Beispiel von den Kunden gekauft werden, damit sie weiter shoppen können und am Abend haben sie die Ware zu Hause. Das alles wären Maßnahmen, die vielleicht die Innenstadt attraktiver machen. Der verkaufsoffene Sonntag ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist richtig, aber zu Lasten vieler anderer.